habe so ein Kontaktgefühl. Es wäre aber ein cooles Intro-Jingelchen gewesen, wenn er nicht schon vergeben wäre. Gut, was war jetzt nochmal mein Intro? Meine Lieben, heute ist ein sehr ernstes Thema. Ich habe schon länger darüber nachgedacht. Warte, muss noch mal, ich muss die ganze Zeit lächeln. Das ist nicht schlimm. Ich bin die Ernst in unserer Beziehung, Elvis. Ist jetzt kein Scherz. Ich habe echt schon lange, lange und immer mal wieder mir überlegt, soll ich nicht aufhören mit YouTube? Irgendwie frustriert mich alles. Und ich dachte mir, es wird einfach an der Zeit, mal mit euch zu reden, wie es mit dem Kanal weitergeht. Bei uns hat sich einiges verändert, beruflich und privat. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Was privat auch? Was hat sich privat geändert? Ja, privat und Beruf, das geht bei uns so, also, ineinander über. Ich dachte schon, es wäre hier was anderes. Okay. So. So, machen wir es wieder ein bisschen locker, um diese schlechten Vibes hier so ein bisschen wegzugeben. Also eigentlich, es geht uns gut. Alles ist eigentlich in Ordnung. Wir sind also noch zusammen. Nicht immer, ja genau. Niemand hat sich getrennt, niemand ist gestorben. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir erstmal damit beginnen, die Frage zu beantworten, warum du jetzt heute hier bist. Wie ihr wisst, war der Elvis von Anfang an mit dabei. Meistens, hinter der Kamera? Genau, hinter der Kamera. Und im Laufe der Zeit, also wir haben ja ganz, ganz billig angefangen mit der billigsten Kamera, die es gibt, haben wir da das, was wir verdient haben durch Kooperationen und AdSense-Einnahmen und so, wieder reinvestiert. Unser Equipment geupdatet. Weiter ausgebaut. Genau, und deshalb sieht das jetzt hier so aus, wie es aussieht. Aber wie ihr vielleicht auch schon wisst, wenn ihr schon lange auf dem Kanal dabei seid, dann wisst ihr, dass der Elvis eigentlich die letzten sieben Jahre lang studiert hat und das quasi nur in seiner Freizeit gemacht hat. Ja, magst du vielleicht kurz erzählen, was du studiert hast? Das wurde nämlich ganz oft immer wieder gefragt. Ich wurde oft gefragt. Ja. Also angefangen hat alles mit Mechatronik. Dann mach nur nicht zu lang, also wir haben nur eine halbe Stunde. Ja, das sind 7 Jahre Studium. Das ja, das musst du jetzt nicht alles abhandeln. Nee, angefangen habe ich mit Mechatronik, also Ingenieurstudiengang Mechatronik. Das hat sich dann mit der Zeit vor 2 Jahren geändert zu Elektrotechnik. Und diesen Sommer haben wir uns dann entschieden, dass wir das beenden, dass ich das nicht zu Ende mache und wir uns auf das Filmmaking-Videografentum spezialisieren, beziehungsweise vertiefen, ja. Sagen wir es mal so. Ja. Denn ich habe, sagen wir es mal so, in meiner Freizeit habe ich mehr Zeit investiert, Sachen zum Filmen und zum Ausprobieren, was da alles gibt, zu recherchieren, als dass ich Zeit in mein Studium investiert hätte, beziehungsweise Interesse daran hätte. Ich habe immer witzenshalber gesagt, ach Elvis, wenn du so viel Energie in dein Studium stecken würdest, wie du es hier da reinsteckst, nach neuem Equipment zu recherchieren, dann wärst du vielleicht schon fertig, weil das hat einfach so lang gedauert. Und irgendwann kam uns dann so, Moment, warum macht er das nicht eigentlich, wenn er eh so einen Bock da drauf hat? Genau. Und da ist bei uns dann endlich der Groschen im Sommer gefallen. Genau. Also vor allem bei mir auch. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass diese ganze Elektrotechnikbranche momentan durch Corona und bei uns hier in der Region eh total im Eimer ist. Und wir uns dann gedacht haben, wenn er jetzt sich durch das Studium endlich noch durchquält und dann vielleicht doch alle Prüfungen schafft, dann denken wir, wuhu, jetzt geht's los und dann stellt ihn keiner ein und dann stehen wir wieder da. Und haben gesagt, nee. Genau. Investieren wir die Zeit in was Sinnvolles. Genau, wir haben uns jetzt quasi entschieden, uns zusammen selbstständig zu machen. Das war eh schon seit jeher so unser Grundziel. Wir konnten uns nie wirklich vorstellen. Gemeinsam den ganzen Tag. Ja, oder? Wir sind solche Aufeinanderhocker. Den ganzen Tag nur zu zweit zu Hause. Das ist okay für uns. Aber wir wussten nie, wie wir das mit Elektrotechnik machen sollten. Aber oder mit generell einem Ingenieurstudiengang. Ja, genau. Aber damit ist es jetzt möglich. Und um es grob zu sagen, damit ihr jetzt eine Ahnung habt, was wir machen. Also wir machen uns nicht mit YouTube selbstständig, sondern wir produzieren Werbefilme und Erklärvideos, Imagefilme für die unterschiedlichsten Unternehmen. Und da bin ich jetzt auch recht gut eingespannt, sei es eben dabei, Kunden zu gewinnen, die Videos zu schneiden. Manchmal stehe ich auch vor der Kamera, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Produktvideos machen. Und da geht jetzt sehr viel Zeit drauf, muss ich sagen. Das Krasse ist, dass wir YouTube eigentlich schon super dankbar sind und auch dem Kanal super dankbar sind, dass wir ihn angefangen haben. Dann hätte ich damals nicht angefangen mit YouTube, dann hätte Elvis sich niemals mit dem ganzen Kamerazeug beschäftigt. Und hätte ich nicht von Anfang an gesagt, ich mache das nicht nur als Hobby, ich will, dass das auch professionell ist, hätten wir auch nicht Tausende von Euro in unser Equipment investiert. Darf ich mir was wünschen? Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt.
Genau. Wir haben jetzt die letzten... Wir beenden unseren YouTube-Kanal. Unser YouTube-Kanal, schön, dass ich weiß, am Anfang war das noch nicht so, da hast du das nicht so als unseres empfunden. Ja, aber wir haben einfach gesehen... Also das war ein Witz gerade eben. Nein, ich möchte es eigentlich nicht. Es ist mein Herzensprojekt. Ich habe das damals angefangen, schon professionell. Ich wollte, dass das irgendwie professionell aufgezogen wird, aber ich hatte halt keine Ahnung von Nischen und bla. Ich habe einfach gesagt, wir machen was, was Eltern interessieren könnte, alle Themen so rund ums Elternsein. Habe dann aber, je mehr ich mich mit YouTube beschäftigt habe, festzustellen, dass es eben wichtig ist bei YouTube, wenn man sich noch mehr spezialisiert. Und das ist wahrscheinlich der große Grund, warum es bei uns noch nicht so den großen Durchbruch kam. Viele von euch sagen immer wieder... Oh, okay, ihr macht so tolle Sachen, warum seid ihr nicht schon viel größer? Das liegt wahrscheinlich daran. Darlene kann sich einfach nicht entscheiden. Ja. Ich kann froh sein, dass sie sich damals für mich entschieden hat. Ne? Mama sein ist halt so viel mehr und ich wollte das in dem Kanal vereinbaren. Und ich dachte auch, es gibt so viele Schrottkanäle, die schauen sich ja auch die Leute an. Warum sollen die sich dann nicht unsere Videos angucken? Aber wenn ihr mal jetzt auf die Abonnentenzahl guckt, sehen wir, wir sind jetzt mittlerweile 17.000 Leute. Aber anschauen tun sich meistens nur ein 1/17 davon meine Videos. Klar, über Suchergebnisse und so geht das dann manchmal höher. Aber so prinzipiell sehe ich bei, ja, wenn ich ein Video hochlade und am nächsten Tag die Klicks angucke, sehe ich da seit einem Jahr eigentlich keine Veränderung mehr. Und klar ist das irgendwo frustrierend. Also wenn es nicht weiter aufwärts geht, dann machst du einfach irgendwas falsch. Und weil ich das ja nicht nur für mich selber mache, muss ich das einfach irgendwie reflektieren. Und dadurch, dass wir auch sehr viel Zeit in YouTube investieren. Für diese gute Qualität, die ihr schon seit einiger Zeit seht. Genau. Muss ich jetzt mittlerweile einfach überlegen, kann ich diese Zeit noch investieren? YouTube ist mittlerweile so ein kleiner Nebenjob geworden. Mega viel verdiene ich dadurch noch nicht. Und wir sind jetzt einfach am Überlegen, lohnt es sich so viel Zeit in etwas zu stecken, was sich finanziell einfach nicht rentiert? Wenn ich quasi auch mit unserem Business mehr erreichen würde. Und... damit hadere ich schon seit längerem und ich bin nicht ganz sicher, wie wir da jetzt weitermachen sollen. Wie ihr auch wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir einige Formate hier auf unserem YouTube-Kanal, das ausprobiert, wie Format, die Kochvideos, die Mama-Themen bzw. Erziehungsthemen und dann noch die Plauderecke gibt es dann noch, wo ihr auch euren Senf dazu geben könnt zu die Themen. Kinderlieder jetzt auch, die aber die hauptsächlich auf Instagram sind. Ja. Ja, aber das sind jetzt einfach einige Formate, die wir einfach toll finden, die wir auch gerne weitermachen wollen. Uns zeigen uns einfach die Klicks und die Abonnentenzahl, dass wir uns auf irgendetwas von dem einfach spezialisieren sollten. Beziehungsweise wir wissen nicht, warum seid ihr überhaupt hier? Warum haben diese 17.000 Leute diesen Kanal überhaupt abonniert? Wir wissen zum Beispiel, dass durch unsere Rezeptvideos mindestens 3.000 Leute auf diesen Kanal gekommen sind. Aber haben die uns jetzt abonniert, weil die denken, das ist ein Kochkanal? Ist euch bewusst, dass das hier eigentlich ein kunterbunter Haufen ist und das um alles und nichts geht? Seid ihr bloß wegen einem gewissen Format da? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht genau, was ich euch zeigen soll. Dann zeige ich alles und nichts und oder zeigt euch das, was mich interessiert, aber euch interessiert das dann nicht. Und das ist ja blöd. Ich muss das ja nicht nur machen, damit ich es mir dann selber in 10 Jahren angucken kann. Deswegen sind wir jetzt einfach so ein bisschen am Überlegen, sollen wir vielleicht das aufsplitten, vielleicht mehrere Kanäle machen, einen Ausprobiert-Kanal zum Beispiel, wo ich viel mehr mich fokussiere auf Selbstexperimente, weil das was ist, was mich super interessieren würde. Sollen wir sagen, wir konzentrieren uns hier komplett nur auf Mama-Themen, machen so einen Erziehungskanal Richtung bindungsorientierte Erziehung raus, wo ich einfach mich auf die Couch setze und mit euch einfach diese Themen durchgehe, auch wenn ich selber keine Erziehungsexpertin bin. Sage ich, wir machen viel mehr in Richtung Kochen oder Mom-Hacks. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Richtung ich gehen soll. Und deswegen haben wir gesagt, wir fragen jetzt einfach auch euch, all diese Menschen, die jetzt hoffentlich dieses Video angeklickt haben. Wenn das jetzt wieder nur 1.000 sind, dann ist das nicht sehr repräsentativ. Wir müssen einfach ein Clickbait, Thumbnail und Titel machen. Dann klicken alle drauf und dann... Und dann können wir erzählen, was Sache ist. Also kommentiert unten, was euch wichtig ist bei dem Kanal. Was euch am meisten interessiert. Was euch am wenigsten interessiert. Nein, ihr sollt nur hinstellen, was ihn am meisten interessiert. Okay, ja, gut. Überforderung. Ja, genau. Ich will immer so viel wissen. Gib mir euch einen Input. Genau. Und sagt mal, was ihr da von der Idee haltet, dass wir vielleicht mehrere Kanäle machen. Also schreibt mir mal, wenn ich einen Ausprobiert-Kanal machen würde, wer wäre da überhaupt dabei? Soll ich das einfach mal machen oder nicht? Von daher... ist das jetzt so der Stand der Dinge? Ihr wisst mal wieder Bescheid. Die, die uns auf Instagram folgen, die haben da schon früher ein bisschen was mitbekommen, weil ich da immer mal wieder so ein paar Informationen mit euch teile. Aber ich dachte, es ist einfach mal wichtig, euch auch Klartext zu geben, was bei uns im Leben momentan abgeht. Genau. Wichtig ist auf jeden Fall, lasst einen Kommentar da mit eurem Lieblingsformat. Genau. Und welche Themen ihr bei eurem Lieblingsformat sehen wollt.
Ihr dürft uns natürlich trotzdem, wie immer, gerne ein Abo dalassen, wenn ihr einfach sehen wollt, wie sich das in der nächsten Zeit hier weiterentwickeln wird. Ich mache, wie gesagt, sehr, sehr gerne Videos. Das macht mir unglaublich Spaß, vor der Kamera zu stehen, hinter der Kamera zu stehen, die Community mit euch zu haben. Und auch wenn das vielleicht in letzter Zeit nur wenige waren, macht mir das einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich möchte das eigentlich ungern einfach so komplett aufgeben. Wir wissen aber auch alle, wieso ihr hier überhaupt eigentlich da seid. Ihr wollt alle ein cooles Outro sehen. Ja, deswegen bekommt ihr das jetzt. Auf 3, 1, 2, 3. Oh, mein Bauch! Ich komm nicht hoch!